Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, da sind wir wieder mit einem neuen SCB Voice Report. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine Woche ist schon wieder rum und es ist wieder was passiert in dieser Woche. Und zwar fangen wir gleich an mit dem Hot Topic. Es geht um die Free Flight Week und den Sale dazu. Ja. Und wer es noch nicht mitgekriegt hat, sagt es auf jeden Fall euren Freunden weiter. Also wer noch keinen Account hat bei Star Citizen, der kann sich jetzt kostenlos einloggen und das Ganze umsonst testen. Jawohl, bis 25.04. geht das. Das heißt, verbreitet es ruhig die Kunde an Leute, die jetzt noch testen wollen. Die können sich jetzt kostenlos einen Account eröffnen. Das ganze Star Citizen-Programm einmal testen bis 25.04. wie gesagt. Das heißt, das Mini-PU kann getestet werden. Ne? Arena Commander. Genau. Oder auch R-Corp, das Social-Modul, all das könnt ihr jetzt kostenlos erleben. Dazu müsst ihr einfach auf die RSI-Seite gehen und euren Account sozusagen eröffnen, direkt kostenlos. Ihr habt 3 Schiffe zur Auswahl, die am Anfang für alle Tester zur Verfügung stehen und die auch natürlich die Backer bekommen, die jetzt schon länger dabei sind. Ganz genau, also die können die dann auch testen. Und die Schiffe sind die Aurora LN, die F7C Hornet und das dritte war die Mustang Delta. Genau, die sind also jetzt gerade verfügbar in der Zeit. Könnt ihr selber testen, wenn ihr schon Fans von Star Citizen seid oder eben, wie ihr gesagt, ihr gebt es an andere weiter, damit die auch mit dazukommen. Und wenn ihr das tut, dann würden wir uns natürlich ganz doll freuen, wenn ihr unsere Referral-Codes eingebt. Die sind unten in der Videobeschreibung drin, da könnt ihr euch dann aussuchen, ob für Sawyer, Dozer, Weezen, Cecilia, wer auch immer euer Referral-Programm dann erhalten soll. Ja, das ist auf jeden Fall der Freeflight-Teil und die Freeflight Week bis zum 25. Und dann gibt es noch was, das hast du auch gerade schon angeteasert, bis zum 22.04. Ja, und das ist der Sale. Und da könnt ihr, oder das ist der sogenannte Tax-Day-Sale, so haben sie es genannt, ne? Genau. Also für alle, die ihre Steuern dann abgegeben haben, vielleicht sogar was zurückkriegen und noch ein bisschen was übrig haben, die sollen dann einkaufen. Und zwar Military Ships. Genau. Und das war bis 22.04. Genau, Freitag. Ne? Bis kommenden Freitag, genau. Und jetzt nicht auf einmal, dass euch das Herz in die Hose rutscht. Der Text, der geht natürlich für die USA. Das ist der Anlass, warum wir das gemacht haben. Obwohl ich auch gerade an meiner Steuer sitze, muss ich mal sagen. Nicht die Panik kriegen. Das hat mit unserer Steuer noch nichts zu tun. Nee, nee. Das ist dann der 31. Mai in Deutschland grundsätzlich. Aber nein, von daher, darum gibt es diesen Military Ship Sale. Das heißt, das ist im Verkauf wieder die Gladiator, die Retaliator, die Gladius und was war noch? Super Hornet, genau. Also für die Fans der Super Hornet, jetzt könnt ihr gleich zuschlagen. Bis kommenden Freitag noch, während die Free Flight Week, die übrigens mit der PAX East zusammenhängt, bis nächsten Montag geht, zum 25. Wir sagen nochmal kurz die Preise. Ich glaube, Anvil Gladiator war 178,68 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Die Gladius war 97,46 Euro. Genau, die Aegis Retaliator, das teuerste aus der Reihe, war 297,80 Cent, also 297,80 Euro. Und die Super Hornet, die war 178,68 Cent. Genau, also schlag zu, die Schiffe sind jetzt noch limitiert verfügbar, auch wenn ihr ein Upgrade machen wollt, natürlich da. Ja, und von da aus gehen wir in die Weekly Updates. Ja, und in den Weekly Updates fangen wir wie immer an mit Around the Verse. Und woran arbeiten sie natürlich? Am nächsten Patch an 2.4. Und da waren sie auch fleißig. Es gibt jetzt nicht so viel Neues, aber immerhin haben sie auch gesagt, ein Testbuild ist am Start. Also das heißt, dieser Testbuild wird alle Features enthalten oder beziehungsweise alle Features, die da enthalten sind, dann in Patch 2.4, genau. Die werden da mit reinkommen. Oder reinrutschen, genau. Genau. Da sagen wir in Reverse the Verse gleich noch was genau dazu. Auf jeden Fall soll das der Anfang der Persistenz sein. Und was sonst noch da ist, wie gesagt, bleibt dran. Das geht in Reverse the Verse nochmal ins Detail. Wir haben noch andere Updates, zum Beispiel, dass das Reputationssystem auch wirklich fest mit verankert werden soll. Das heißt, hängt dann mit der Persistenz zusammen. Mhm. Was wir daraus ableiten, ist Persistenz auf der einen Seite und Reputationssystem überträgt dann eure Reputation, euren Ruf in die nächste Sitzung mit rein. Das kann aber auch getestet werden. Genau, das ist wirklich, auf jeden Fall. Ganz spannend. Definitiv, ja. Und dann gab es den Schiffen noch was, glaube ich. Du bist schon weiter. Ich bin schon weiter im Reverse. Zeit voraus. Richtig, wie immer. Genau. zum 1. April mit dem CIG-Streich wollten wir noch erzählen. Mhm. Genau. Also, ja, da wäre bei dem Streich drauf reingefallen, würde ich jetzt mal nicht sagen. Neugierig genug war. Genau, weil es hatte was Positives. Weil wer von euch auf den Button geklickt hat, wo sozusagen eine Reliant-Version. Erstanden werden konnte, der kriegt jetzt einen 5-Dollar-Coupon gut geschrieben. Genau. Das finde ich irgendwie echt süß, dass sie das gemacht haben. Das finde ich auch also süß. Also für alle Neugierigen unter uns, unter euch,
Das lohnt sich. Definitiv. Und also checkt eure Mail-Accounts. Wer das gemacht hat, der dürfte einen 5-Dollar-Coupon erhalten haben. Genau, von da aus geht es dann zum nächsten Verkauf hin, also und dem nächsten großen Konzept, was kommen wird. Und zwar, wie schon erwähnt, auch letztes Mal ist das dann die Misk Prospector. Mhm. Da gibt es jetzt auch ein Verkaufsdatum. Das heißt, die soll am 22. dann in den Sale gehen, das heißt kommenden Freitag. Vermutlich nachts rum, wenn sie es dann sozusagen bei ihren Geschäftsbeginn freischalten, den Post. Und soll 140 Dollar für den Konzept genau. kosten. Und das ist ja das kleine Bergbauschiff und dazu haben sie halt noch gesagt, dass sie in der ganzen Gestaltung im Prinzip an die Freelancer erinnern wird. Oh ja, genau. Mhm. Ist ein Misk-Schiff, wie gesagt, und soll sehr ähnlich der Freelancer sein. Also für alle Fans, haltet da die Augen offen. Wir werden natürlich auch berichten, sobald wir da was haben. Ja, dann gab es noch ein Update, auch in Around the Verse, dass es bald möglich sein wird, zwischen militärischem und zivilen Look hin und her zu switchen, und zwar auf Port Olisar selbst. Das heißt, da wird es an den Luftschleusen so genannte, ja, wie haben sie das genannt, Valet Storages genau. geben. Also sozusagen Umkleidekabinen. Kabinen, wenn man es jetzt ganz profan sagen will. Ja. Genau, also wie so ein Schließfach oder so ein Spind oder so, genau. Haben wir es doch auch genannt. So ist es, und da richtig. Könnt ihr euch dann quasi gleich umziehen von euren Privatklamotten, ja, die Badehose oder so haben sie ja, gesagt. Genau, oder sonst ja, was. Den Shorts und genau. den Trackjacket zum Beispiel dann eben in die EVA-Suits oder genau. Rüstungen, und dann könnt ihr von da aus rausgehen ins Universe, ja. Das ist ganz neu und das hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Shopping-System zusammen. Mhm, denn dazu wird es auch eine App geben, also die dann für das Mobi-Glas installiert werden kann. Und dann könnt ihr quasi auf eurer App dann aussuchen, okay, was ziehe ich jetzt an, und könnt die Klamotten dann in dem Sinne anprobieren. Genau, so eine einfach Anprobe-App. Müsste es mal sein. Ey, da ja, sparst ne? du dir Zeit, weißt du, musst nicht immer losrennen. Raus aus, genau, nee, kannst du ja. gleich direkt an dir Find selbst testen. Praktisch. Ist doch genau. super. Also da könnt ihr sozusagen die Rüstungen und die Sachen, die ihr einkaufen wollt, ausprobieren erstmal. Das wird es dann auch später für die Schiffe mitgeben, dass man die Schiffe richtig ausrüsten kann. All das dann eben über das Mobi-Glas. Und außerdem haben sie dazu noch einen neuen Flightsuit entwickelt. Mhm. Ja, und zwar auf Grundlage des Saterball-Anzugs. Genau. Saterball hatten wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, das fand ich halt auch ganz spannend. Also es wird ja. diesen sogenannten Flightsuit geben, den ihr drunter ja. ziehen könnt. Mhm. Wie Unterwäsche ja auch nicht direkt. Nö, so das ist so ein Unterbasismodell. Ja. Genau. Unterrock oder lange Männer oder sowas, stelle ich mir das jetzt gerade vor. Schön, ja. Sexy. Ja. Mm. Nein, aber das wird so euer Basismodell sein und genau, davon haben sie berichtet. Genau, da packt ihr dann die Rüstungen oben drauf, die Rüstungsteile und so weiter und so fort. Den wird es bald zu kaufen geben, in verschiedenster Form und Varianten, und außerdem wird man den dann vor allem auf Arcorp im Cubby Blast Store finden. Mhm. Da wird dieser neue Flightsuit verkauft werden, und wohingegen die Rüstungen, die älteren, die es jetzt schon gibt, mit der Outlaw Armor und der Marine Armor, die werden auch auf Läden dann in Port Olisar zu kaufen sein. Das heißt, die sind sozusagen allgemeingültiger und in den neuen Läden, die jetzt in Port Olisar geschaffen werden, zu kaufen sein. Genau. Mhm. Ja, und das Ganze könnt ihr dann auch, wenn ihr zum Beispiel in Crusader die gekauft habt, mischen. Mhm. Ja, genau. Die Klamotten. Das soll das auf jeden Fall möglich richtig. Sein. Ja, ja, was gab's noch Neues? Das ist wieder dein ja, Gebiet. Genau. Ich warte drauf, wann die Lady mal wieder am Start ist. Aber bis dahin, den Guide eines Geschichtenschreibers durch die Galaxie. Diesmal wurde das Ferren-System oder System vorgestellt. Ja. Dazu wird Sawyer euch dann auch noch ein Voice-Over machen. Genau, ein Voice-Over wird es geben. Habt ein bisschen Geduld. Ich habe noch ein anderes auch in der Pipeline. Kriegt ihr demnächst mit. Einfach dranbleiben hier auf dem Channel. Ja, und von da aus gehen wir ins Interview von Around the Verse. Das gab es nämlich auch. Sehr langes, ausführliches und vor allem sehr spannendes Interview mit Brian Chambers. Und der sagt uns schon mal was, ne? Und zwar, also ja, ich meine, ihr kennt ihn ja, ne? Von Foundry 42. Der hat seinen Laden im Griff. Ja. Damit auch Squadron 42. Und also lest rein, und er hat viel zu berichten. Definitiv, ja. Immerhin leitet er das Frankfurter Office, ist uns also sozusagen am nächsten hier situiert, und von daher gibt er eine Menge Auskunft über verschiedene Dinge. Schaut mal rein in das Interview. Ist spannend übersetzt worden bei SCB. Und wir gehen weiter zu Reverse the Verse, und da hatten wir ja schon mal kurz gespoilert, dass es ja für 2.4 da auch noch ein paar Details gibt, die sie uns in dem Livestream da verraten haben, und da ging es um die Feature-Lock-Phase. Ja. Ne? Und zwar, wie gesagt, es gibt nicht so viel Neues zu 2.4, aber sie sind jetzt in dieser sogenannten Feature-Lock-Phase. Das heißt, die Inhalte, die in dem Patch sein werden, die werden jetzt festgelegt. Das heißt aber auch, es kommen keine neuen Inhalte dazu.
Aber es können Inhalte rausfliegen. Genau. Also was halt sinnvoll erscheint, ne? Genau. Nicht funktioniert, dann raus. Das fliegt raus. Da sind sie jetzt gerade dran und werden das intern testen und dann geht es von dort aus ins PTU. Weiter gab es Neuigkeiten für betreffend auch den Concept Sale der MISC Prospector. Und zwar Besitzer einer Orion, also dem großen Bergungsschiff, die werden keine Prospector bekommen, voraussichtlich nicht als Leihschiff, auch wenn die Orion noch nicht da sein sollte, weil, und die Befindung fand ich ziemlich cool, die Horizon wird früher fertig sein als die Prospector im Spiel. Darum wird es kein Leihschiff geben. Ja, genau. Die Orion ist früher fertig auf jeden Fall als die Prospector, das ist wichtig. Ja, und dann was gab es noch Neues zu den Schiffen? Sie haben gesagt, zwei Schiffe, damit haben sie begonnen, aber sie verraten nicht sozusagen welche, aber das Design, das ist schon mal, da sind sie in Arbeit. Und dann wolltest du hier mit und der Ursa Rover, da haben sie jetzt sozusagen begonnen, das Interieur festzulegen. Also sind dort sozusagen im Interieurdesign aktuell. Das ist eben der Rover, mit dem man dann später über die Planeten rauschen kann. Ist auch ganz spannend. Ja, und von da aus gibt es dann nochmal zur Polaris-Korvette. Da ist die Grundform und das Aussehen, das wurde jetzt festgelegt. Und jetzt sind sie dabei, die Details zu besprechen. Und ich vermute da auch einen weiteren Konzept-Sale auf uns warten, wenn es denn soweit ist und sie fertig sind. Klingt nach Spekulatius. Definitiv, ja. Also von daher gehen wir dann direkt nach 10 for the Chairman. Wir haben uns drei Fragen rausgesucht aus einer sehr interessanten Episode. Ich kann es allen nur empfehlen, lest sie komplett bei SCB übersetzt in allen Details. Wir haben euch drei der wichtigsten Fragen rausgesucht, aber ich konnte mich schwer entscheiden diesmal. Ja, das stimmt. Aber die erste, die wird euch auf jeden Fall interessieren, denn die Frage war, wird es ein Navigationssystem geben? Also womit ihr dann oder wir durchs All schweben Position können bestimmt, und Positionen, damit wir uns nicht verirren. Genau. Ja. Und sie haben gesagt, ja, es wird sowas Ähnliches geben wie auf der Website, ne? Ja. Und eine sogenannte App namens Skyline. Genau, die ist erstmal für euch persönlich. Die habt ihr, das ist sozusagen der erste Teil der Antwort. Ihr habt eine persönliche App im Mobiglas drin, die euch dann die Galaxiekarte gibt, ähnlich wie wir sie jetzt im Browser sehen. Aber bei Schiffen wird das Ganze dann noch sehr viel, sagen wir, genauer und sehr viel leistungsfähiger sein. Das heißt, da wird es leistungsfähige Module geben, die euch dann helfen, eure genauen Daten im Weltraum selber zu empfangen und dann auch mit Freunden oder anderen Leuten im Verse zu teilen. Das heißt, da wird es also einen großen Unterschied geben zwischen dem, was ich selber am Arm trage und was mein Schiff leisten kann. Und das ist in jedem Fall geplant. Fand ich sehr cool. Nächste Frage war, passt da auch gerade zu dem, was sowieso aktuell getestet wird nämlich die Landung auf der Idris. Da ist nämlich die Frage, wie werden kleinere Schiffe auf größeren Schiffen oder Großkampfschiffen landen können? Wie wird das ablaufen? Ja, und da kann man sagen, da haben sie schon was zu entwickelt, ne? Ja, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass es keine Katapulte geben wird und oder Landesysteme, Mechaniken, genau. Also so wie so ein Fangseil, wo man einhaken muss auf einem Flugzeugträger oder sowas, das wird es nicht geben. Nee. Genau. Aber wenn ihr startet, dann werdet ihr, oder dann wird man sozusagen abheben können, so haben sie es beschrieben, schweben nach vorne und raus. Ja. Wiederum beim Landen, und da wird es knifflig, ne? Hatte er auch gesagt. Ja. Also beim Landen, ihr fliegt quasi hinein, das hat er gesagt. Die Geschwindigkeit, naja, die muss dann dementsprechend angepasst werden. An das Schiff, und dann könnt ihr landen, aber das ist wohl alles noch nicht so rund. Und das testen sie jetzt, wie gesagt. Stelle ich mir auch sehr schwierig vor, muss ich ehrlich sagen. Haben sie ja auch schon letztes Mal gesagt, dass sie jetzt bei der Idris testen und dass das alles nicht so easy peasy ist. Genau. Aber daran arbeiten sie auf jeden Fall. Und sie werden deshalb auch ein automatisiertes Landesystem einführen für die Idris oder für solche größeren Schiffe. Denn es ist tatsächlich eine sehr knifflige Sache, wenn sich das Schiff, auf dem du landen willst, selber bewegt und du dann daran musst, kann sich jeder vorstellen, es ist sehr schwierig, das genau zu treffen und da wird es zu großen Schäden kommen. Das heißt, es will erstens geübt werden und außerdem gibt es ein automatisiertes Landesystem. Dann gab es eine weitere Frage auch zu Schiffen, die wurde auch immer wieder bei uns im Chat gestellt. Auch super, dass sie das jetzt endlich mal beantwortet haben. Und zwar, die Frage kam immer wieder auf, okay, warum gibt es eigentlich immer wieder neue Schiffe und oder designt ihr neue Schiffe? Warum? Was ist mit denen, die eigentlich noch nicht mal Flug- oder Hangar-ready sind? Ja. Und da haben sie ganz klar gesagt, es gibt halt verschiedene Teams, die in verschiedenen Bereichen arbeiten. Ne? Also die einen erstellen das Ganze und die anderen machen dann die Konzepte dafür. Ja. Und je nachdem ist es so, also sie arbeiten trotzdem weiter daran. Parallel. Die wichtige Info, genau, sie blockieren sich aber nicht. Also genau. Es läuft alles parallel weiter.
Genau. Die einen, es würde nichts bringen, sozusagen, die einen keine neuen Schiffe entwickeln zu lassen, während die anderen sozusagen, um die anderen erstmal fertig zu kriegen, weil der Punkt ist, es wird an einer Stelle abgegeben an ein anderes Team, das arbeitet daran weiter. Und wenn das fertig ist, kommt es dann halt. Die arbeiten also parallel und halten sich gegenseitig nicht auf. Das war auf jeden Fall eine wichtige Information noch. Ansonsten, wie gesagt, schaut rein in die Episode, die ist echt mal cool geworden. Da gibt es viele andere interessante Infos noch. Wir springen jetzt weiter zum nächsten Artikel sozusagen, und zwar zum Portfolio. Da grinst er schon. Ja, genau. Habe ich genau gesehen. Zu einem neuen Schiffshersteller, den du uns jetzt vorstellen möchtest. Ja, also dieser Schiffshersteller, Yeopoyu. Ja. Fein. Das hast du aber nochmal geschielt, ob das stimmt, ne? Ja, genau. Der wird nämlich anders geschrieben, ne? Und, aber die Aussprache haben sie direkt auch beziffert oder in Lautschrift quasi gesagt, wie man es dann aussprechen soll. Also dieser Hersteller, in diesem Artikel geht es halt um diesen Hersteller, Schiffshersteller, und jetzt bin ich raus. Ach genau. Xi'an. Der Xi'an. Und er hat eine, oder die haben eine Kooperation mit der MISC. Genau. Und der Clou des Ganzen war, dass die Kato'al eben dieses sogenannte Paradebeispiel dafür ist. Ja? Genau. Und dass es damals halt total durchgestartet ist. Also wie eine Bombe eingeschlagen, genau. So haben sie es eigentlich genannt, vom Design diese und Technik von der ganzen und so. Aufmachung. Genau, und die ganze Technik. Darum geht es in diesem Artikel. Und was haben sie noch gesagt? Dass es bringt einem sozusagen diesen Schiffshersteller, genau. Dieses Yupuyu, sozusagen, wie es ausgesprochen wird, von den Xi'an, als einzigen bekannten Schiffshersteller der Xi'an, bringt es einem näher. Erzählt ein bisschen was über die Geschichte auch, also ein bisschen was über den Kalten Krieg sozusagen zwischen Xi'an und der Menschheit, und erzählt daran auch so ein bisschen die Konzerngeschichte. Ist ein sehr, sehr spannender Artikel für alle Fans von diesem Design, denn was der Artikel auch vermuten lässt, ist, dass da noch viel mehr kommt, also dass da noch mehr Schiffe am Entstehen sind. Und wie sich MISC an der Technik von den Xi'an bedient und so, findet ihr alles in diesem Spectrum Dispatch. Und von dem gehen wir nämlich direkt weiter in den nächsten Spectrum Dispatch. Der hatte dann wieder eher politische Brisanz. Und da Something Every Tuesday, ne? Hieß das. Und das ist quasi so eine Reihe, eine Politik-Sendung, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Politik-Talkshow, also wo immer, sozusagen. Ja, Talkshow, genau. Also es gibt immer verschiedene Gäste. Diesmal war zu Gast Gabrielle Gracian. Sehr schön, ja. Die war zu Gast. Und sie liefert sich quasi zurzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Tsui Kossi. Kossi, genau. Genau. Derjenige, welche erster Tevarin-Senator werden will. Genau. Es geht also um den Senatorposten von Elysium 4. Dort stellt sich diese Frau quasi den Interviewfragen von diesem Host, und die haben so ein ganz kleines, witziges Gimmick dabei. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Also die haben so eine Art Glücksrad. Genau. Genau. Da drehst du dann dran, und je nachdem, wo das halt stoppt, das sind dann halt handelspolitische Fragen oder eben auch etwas spielerisch. Mhm. Aber der Clou ist halt, wenn sie, also sie kann entscheiden, okay, beantworte ich jetzt die Frage oder passe ich? Und wenn sie passt, dann haben sie von ihr verlangt, okay, dann muss sie jetzt sagen, was so ihre letzte Suchanfrage auf dem Mobiglas war. Sehr schön gemacht. Also lest mal rein, ist ganz schön, witzig. Super übersetzt. Danke an dieser Stelle nochmal ans SCB-Team. Ist echt cool geworden, muss man ehrlich sagen. Genau. Ja. Also schöner Spectrum Dispatch, und von da aus gehen wir dann in unsere Videos rein. Da war auf jeden Fall der März, Monatsreport März zu erwähnen, den wir gemacht haben, ne, der letzte Woche online kam. Schönes Video, also wenn alle, die wirklich wissen wollen, was ist im März so im Detail passiert bei Cloud Imperium Gates, schauen da mal rein. Außerdem habe ich gesehen, SCB war sehr fix, und die haben den schon fertig. Die haben den schon fertig übersetzt. Könnt ihr auch nochmal nachlesen, haben auch eine neue Art, genau, haben auch eine neue Art, wie sie den machen. Das heißt, sehr viel konzentrierter auf die Inhalte, weniger direkte oder volle Übersetzung davon. Schaut mal rein und hinterlasst den netten Kommentar, denn wir wollen gerade euer Feedback haben, ob euch das besser gefällt. Mhm. Und was haben wir noch gehabt? Dann gab es noch ein Video, haben Weezen und Sawyer gemacht, und letztes Mal gab es ja einen Guide zur MISC Freelancer, und diesmal einen Flight Test. Ja. Also, da müsst ihr unbedingt reinschauen. Wieder ganz schön habt ihr das gemacht. Dankeschön. Ja, die Flight-Tests entkoppeln wir jetzt immer von den Starship-Guides, damit die Guides halt ein bisschen länger aktuell bleiben. Die Flight-Tests können sich immer wieder ändern. Von Patch zu Patch dauert halt dann immer mal, dass wir einen neuen Flight-Test haben. Aber der ist auf jeden Fall jetzt von der Freelancer da, und ihr könnt euch schon auf die nächsten freuen. Da kommt nämlich noch mehr. Und von dort aus gehen wir in die letzte Kategorie, und das war dann Interaction. Das war schön. Ja, ne? Und in der Interaction, da haben wir uns gefragt, okay, also was ist jetzt, wenn das Shopping-System rauskommt?
Was würdet ihr eigentlich am liebsten shoppen? Mhm. Wo würdet ihr sofort hinrennen und sagen, oh, das brauche ich unbedingt, das will ich jetzt haben? Genau. Sind es entweder die Schiffswaffen oder die FPS-Waffen oder sind es sogar Rüstungen oder sind es die Badeshorts? Also sprich Kleidung. Ja, die Privatkleidung. Genau. Also da könnt ihr auf unserem Google-Plus-Profil wie immer mal abstimmen. Wäre sehr interessant, insbesondere für uns mal zu wissen, wonach zieht es euch als erstes, wenn ihr dann irgendwann die vielen leuchtenden Silhouetten von den Schaufenstern seht, wohin geht ihr dann als nächstes? Geht ihr erstmal Waffen shoppen oder ist es euch erstmal euer persönliches Outfit am wichtigsten? Schreibt uns da auf jeden Fall ein paar nette Kommentare zu. Stimmt auf jeden Fall ab bei Google Plus. Und ansonsten sind wir durch mit dem SCB-Verse Report diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr aktuell bleiben wollt, dann abonniert unseren Channel, denn da kriegt ihr alles Neue zu Star Citizen geboten. Ansonsten liked und disliked das Video, wie es euch gefällt. Kommentiert für uns und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt, geht doch mal auf Patreon und schaut da, ob ihr da auf der Seite was findet. Ja, danke dir. Ja, das war's. Vielen Dank, Sawyer. Vielen Dank euch. Und wir sehen uns nächste Woche. Und Sawyer und Cecilia verabschieden sich wie immer mit einem See you on the flight deck.